Liebe Freunde, es gibt einen erneuten brutalen Messerangriff in Solingen mit 3 Toten und 8 schwer Verletzten. Und schon wieder wird natürlich versucht zu relativieren und schon wieder wird es keine Konsequenzen hier in Deutschland geben, außer blinden Aktionismus. Und Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin tiefst schockiert und sprachlos, was in Deutschland abgeht. Ich kann euch von meiner Seite sagen, und ich bin wirklich kein ängstlicher Mensch, dass ich mich in Deutschland nicht mehr sicher fühle und froh bin, dass ich schon längst aus Deutschland raus bin. Wenn man nicht mehr mal auf ein Stadtfest gehen kann und dort vollkommen in Frieden feiern kann, ohne immer ein Auge nach hinten zu haben, wer jetzt vielleicht gleich wieder ein Messer zieht und auf einen losgeht, dann ist die Lebensqualität in einem Land nicht mehr vorhanden. Alle Informationen dazu in diesem Video. Ja, es gibt mehrere Artikel. Es gab einen in der Tagesschau und es gibt hier auch einen in der Bild. Was mich hier wundert, ich gucke gleich nochmal rüber. Ich habe gerade die News gesehen. Ich habe einen Screenshot auf X gesehen, wo von einem Täter mit afghanischem Aussehen gesprochen wurde. Das ist in diesem Artikel nicht mehr zu finden. Wer weiß, wer da wen angerufen hat, um das rauszustreichen. Brauchen wir diese Informationen, liebe Zuschauer? Ich glaube nicht. Denn es ist sicherlich nicht der Michael, der Günther oder sonst was, der ein paar Bierchen zu viel gehabt hat und dann auf einmal auf die Leute wahllos zusticht. Es ist eher bezeichnend, dass hier auf egal, was man eingibt, ich habe sogar auch Afghane und Soling eingegeben, man auf keine der Mainstream-News-Seiten diese Informationen bekommt. Ihr müsst euch mal vorstellen, in diesem Land wird praktisch die Tätergruppe, also die möglichst oft dabei hervortritt, überrepräsentiert ist, mehr geschützt. Also der Presse ist es wichtiger, hier sozusagen keine Aversionen gegen eine Tätergruppe hervorzurufen, als den Schutz der deutschen Bevölkerung, dass die Leute einfach erfahren, okay, es gibt hier bestimmte Leute, bei denen das überrepräsentativ auftritt. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich auch ein Verrat an allen, die hier in Frieden leben möchten. Denn die Presse tut hier nicht ihre Aufgabe. Es müsste immer dabei stehen. Und natürlich ist es schon wieder auf X, die Leute relativieren wieder und sagen, die AfD instrumentalisiert das und bla bla bla. Auch das ist wieder sowas von schockierend. Wie bei jedem Blödsinn, wenn es mal irgendwo um die AfD geht, wird immer wieder Hanau herbeizitiert, was mehrere Jahre her ist und was ein Geisteskranker war, der noch nicht mal irgendwie ein überzeugter Rechtsradikaler war. Das ist dann immer nicht instrumentalisieren. Aber wenn man hier Muster erkennt und sagt, man ist geschockt, dann ist man der böse Rechtsradikale. Es tut mir leid, Leute. Es gibt hier ein Problem und es gibt hier kein Problem. Das ist nicht mit Griechen, nicht mit Italienern oder mit Türken, sondern mit den Leuten, die uns hier unsere geliebte Bundeskanzlerin Angela Merkel ab 2015 ins Land geholt hat. Und jetzt kann man nicht mehr auf einem Volksfest feiern. Und es gibt noch mal ein interessantes Detail dazu, was fast ein bisschen ja bitterböse lustig ist. Dazu auch mehr gleich in diesem Video. Solingen, Tote und Verletzte auf dem Stadtfest. Freitag gegen 21.40 Uhr hat ein Mann in Solingen mit einem Messer wahllos auf mehrere feiernde Besucher eingestochen. Der Täter laut Zeugenaussage ein arabisch aussehender Mann. Da ist es. Ist auf der Flucht. Doch, es ist noch da, Leute. Ich bin, das ist der einzige Artikel, den ich dazu finden konnte, wo etwas zum Aussehen des Mannes findet. Das heißt nicht, dass er ein Araber ist, aber es ist zumindest nicht Günther oder Timo. Und ich möchte euch mal fragen, wann ihr jemals in eurem Leben irgendwie davon gelesen habt, auch diesen Linken, die wieder relativieren, dass irgendein Deutscher mit einem Messer auf Leute wahllos losgegangen ist. Und wenn ihr was findet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich wette mit euch, dass es, wenn es sowas gab, dann vielleicht einer in 5 Jahren war. Es gibt nämlich auch unter deutschen Geisteskranken, aber anscheinend unter den Afghanen ein paar mehr. Und schaut euch das mal bitte hier an. Das ist Deutschland. Das ist das beste Deutschland. Mein Gott, bin ich froh, dass ich in den 80ern und 90ern aufgewachsen bin. Ich habe sowas hier, so ein Bild in Deutschland nie vorher gesehen. Das sind schwer bewaffnete Soldaten oder Polizisten, die für Soldaten angezogen sind, die in deutschen Innenstädten jetzt unterwegs sind. Das ist irre. Nach derzeitigem Stand wurden durch den Anschlag 3 Menschen getötet und 8 verletzt, davon 5 schwer, teilt die Polizei in nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf am Samstagmorgen in einer Presseerklärung mit. Zunächst war von 4 Schwerverletzten die Rede gewesen. Tatort ist der Fronhof, ein belebter Platz in der Innenstadt, auf der im anlässlich der 650-Jahr-Feier von Solinger Stadtfest Festival der Vielfalt veranstaltet wurde.
Ja, der Schuss ging wohl ziemlich derbe nach hinten los. Ja, das Festival der Vielfalt wird zur Todesfalle für drei Menschen. Das ist wirklich eine krasse, ja, unglaublich. Ich glaube, irgendwie langsam wird hier der Letzte aufwachen und sagen, dass diese Vielfalt wahrscheinlich unser Untergang sein wird. Der Täter soll die Besucher unmittelbar vor der Bühne, auf der Livebands gespielt hatten, attackiert haben. Bei den Todesopfern soll es sich um eine Frau und zwei Männer handeln, die aus Solingen und Düsseldorf stammen. Stellt euch das vor, ihr feiert da ganz, ich meine gerade, wenn da irgendwie Musik ist oder sowas, ihr feiert da einfach, guckt euch die Band an. Ihr seid natürlich mit eurer Aufmerksamkeit da, habt vielleicht ein, zwei Bier getrunken und auf einmal sticht jemand los. Da ist keiner, egal wie stark du bist oder so, ist davor sicher. Ich kann wirklich nur noch empfehlen, an solchen Veranstaltungen nicht mehr teilnehmen. Ich kann euch sagen, was ich machen werde, mein Leben ist mir dafür zu sicher, zu wertvoll. Ich würde nur noch auf geschlossene Konzerte oder sowas gehen, wo man wirklich eine Eintrittskarte braucht oder wo ich weiß, dass solche Leute sicherlich nicht wahrscheinlich vor Ort sind, wie beim Nuu Wisu Festival oder was weiß ich, ja, also so öffentliche Stadtveranstaltungen, Leute, was will die Polizei auch dagegen tun? Das ist das Problem, dass es Terrorismus ist. Du kannst dich davor nicht schützen. Wenn diese Leute erstmal da sind, kannst du dich davor nicht schützen. Da hilft keine Messerverbotszone oder sonst was. Da muss irgendein Typ, du müsstest jeden Einzelnen, und das wird wahrscheinlich kommen, so wie beim Freibad, bei jeder Veranstaltung stehen da schwer bewaffnete Polizisten und jeder Koffer wird da durchsucht, jeder Rucksack. Also, es ist wirklich irre. Wie am Flughafen wahrscheinlich. Musst du da mit so einem Gate in die Innenstadt gehen. Polizeisprecher Markus Seitz dementierte am Samstagmorgen Berichte, wonach der Täter gezielt auf die Hälse seiner Opfer eingestochen haben soll. Gesicherte Erkenntnisse, dass er mit dem Messer auf den Hals seiner Opfer zieht, hat die Polizei momentan nicht. Ja, was? Ja, spielt das eine fucking Rolle? Wohin er sticht? Er hat drei Leute ermordet und acht schwer verletzt. Polizeisprecher Sascha Krester hat in der Nacht erklärt, der Angreifer hat wahllos mit einem Messer auf Menschen eingestochen. Deshalb gehen wir momentan von einem Anschlag aus. Und weiter nach dem Angreifer wird mit einem Großaufgebot gefahndet. Parallel laufen auch Ermittlungen, Spurensicherung und Zeugenbefragung. Und hier, Leute, das beste Deutschland, das wir jemals hatten. Polizisten mit Maschinengewehren. Auch das kann ich euch sagen, für die jüngeren Zuschauer von mir, sowas gab es in den 80ern und 90ern nicht. Selbst 2000 rum gab es das noch nicht. Aber es hat nichts mit nichts zu tun. Ist alles gut in Deutschland. Macht mal ruhig so weiter. Das Stadtfest wurde nach dem Verbrechen abgebrochen. Über den abgesperrten Gelände kreiste in der Nacht ein Polizeihubschrauber. Schwer bewaffnete SEK-Einheiten mit rund 40 Spezialfahrzeugen aus ganz Nordrhein-Westfalen fuhren ebenfalls noch in der Nacht in Solingen auf. Ja, und überlegt euch mal bitte, was das kostet, dem Steuerzahler. Also euch. Was würdet ihr sagen? Wahrscheinlich 1 Million wird da schon fällig werden. 40 Spezialfahrzeuge, SEK-Einsatz. Ja, aber wir haben's ja, ne? Einfach für irgendwie so eine Knalltüte durchgeknallten, der wieder da rummessert in der Innenstadt. Straßenkreuzungen wurden gesperrt, die Einwohner aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben und die Innenstadt zu meiden. In einem Café wurde ein provisorisches Lagezentrum eingerichtet. Tausende Besucher folgten der Aufforderung, den Platz ruhig zu verlassen und nicht in Panik zu verfallen. Die Menschen sind geschockt, aber friedlich am Platz, berichtete Philipp Müller, einer der Mitorganisatoren, dem Solinger Tageblatt. NRW-Innenminister Herbert Reul kam noch in der Tat zum Tatort nach Solingen, trat um 1.17 Uhr vor die Presse. Man will das gar nicht wahrhaben, was man hier am Tatort sieht. Es ist bedrückend. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und bei den Verletzten. Wir können jetzt nur beten. Bla, 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 bla. Immer das gleiche Geseier und der Politiker-Scheißtalk. Es interessiert uns nicht. Ihr seid mitschuldig, weil ihr immer noch keine Konsequenzen zieht. Nur Gelaber. Seit Monaten nur Gelaber. Selbst abschiebepflichtige Leute, selbst Intensivstraftäter sind hier noch in Deutschland und werden von euch nicht abgeschoben. Deswegen interessiert euch euer Gelaber nicht. Oberbürgermeister Tim Kutzbach schrieb auf Facebook, heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und große Trauer, bla bla bla. Wir wollen alle gemeinsam unser Stadtjubiläum feiern und haben nun Tote und Verletzte zu beklagen. Ja, wegen euch. Es zerreißt mir das Herz, dass es zu einer Attentat auf unserer Stadt kam. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich an diejenigen denke, die wir verloren haben. Es ist, liebe SPD, Tim Kurzbach, ja, dann macht was und beschimpft nicht die einzige Partei, die dagegen was tun möchte, als rechtsradikal und Nazis. Ansonsten interessieren euch eure Politiker, Geseier, interessiert uns das nicht. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler schreibt auf X,
schrecklich grauenhaft, was in Solingen passiert. Wünsche vor allem, dass die verletzten Opfer diesen fürchterlichen Anschlag überleben und den Angehörigen viel Kraft. Hoffentlich wird der Täter schnell gefasst, in Gedanken bei allen, die gerade vor Ort sind. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die nach dem Angriff etwas beobachtet haben. Insbesondere, wo der Täter geflüchtet sein können, ob er zu Fuß, mit dem Fahrrad oder einem Auto vom Tatort weg ist. Außerdem bittet die Polizei alle Besucher des Stadtfests, die am Abend des Fotos oder Handys Videos gemacht haben, diese den Ermittler auf ihren Hinweisportalen im Internet zur Verfügung zu stellen. Unterdessen richtet die Stadt Solingen ein Bürgerhotline für Fragen nach vermissten Angehörigen ein. Unter der Nummer 02 bla 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 können nach Verbleib vermisster Personen gefragt werden. Das nach dem Abschlapp abgebrochene Festival der Vielfalt sollte bis Sonntag dauern. In der Ankündigung heißt es, Solingen Mitte wird dabei zum großen Festmeile. Von Neumarkt über den Fronhof bis zum Mühlenplatz wird gefeiert. In den Straßen erwarten die Besucher ein Programm mit Musik, Kabarett, Akrobatik, Kunsthandwerk, Unterhaltung für Kinder und vielen mehr. An 3 Tagen erwartet man 80.000 Besucher. Ja, liebe Freunde, das ist es. Wahnsinn, wie schnell die Einschläge jetzt kommen. Ja, das Mannheim ist noch gar nicht so lange her. Jetzt haben wir das. Zwischendurch hatten wir noch weitere Messerangriffe auf wehrlose Frauen, die auf Parkbanken gesessen haben. Ich bin wirklich am Rande meiner geistigen Kapazitäten und ich frage mich wirklich, wie viele Taten es in dieser Form geben muss, damit es auch bei den Grünen und bei den Linken ein Umdenken gibt. Geht auf X, schaut euch das Debakel an. Da wird dann schon wieder gesagt, ja, die Rechten nutzen das für ihre Propaganda, die Rechten hetzen wieder. Das ist ja so ihr Default-NPC-Routine, die dann immer wieder abgespult wird. Wie oft wollt ihr das bringen? Also wie viele, muss jede Woche einer sein, 3 in der Woche, damit dann irgendwann sie kapieren, okay, scheiße, vielleicht haben sie doch recht gehabt, wir haben hier ein Problem mit ein paar Leuten, ja, mit Marokkanern, Afghanen, Arabern. Und nochmal, ich sag's auch, nicht alle, ja, die Leute, die hierher kommen, sind auch ein bestimmter Schlag von diesen Leuten. Es gibt wunderbare arabische, afghanische Menschen, gastfreundlich, ja, es ist eine sehr gastfreundliche Kultur, die nichts damit zu tun haben. Aber selbst bei den Türken gibt es ja Aussagen, die sagen, ja, die Leute, die Türken, die zu euch nach Deutschland gekommen sind, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, irgendein berühmter Türke, haben gesagt, die könnt ihr behalten, die wollen wir gar nicht haben. Ja, selbst das müsst ihr auch mal überlegen. Es kommt ja auch ein bestimmter Menschenschlag, der sich dann aufmacht, hier einwandert, ohne Pass. Da ist ja schon eine gewisse kriminelle Energie vorhanden. Es ist wirklich bedenklich und wir müssen wirklich alle, und ich rufe alle dazu, links, rechts, auch die Migranten, die hier leben, seit Jahren in Frieden mit uns zusammenleben, aufzustehen und zu sagen, genug, es ist genug, wir wollen es nicht. Und der erste Schritt ist erstmal anzuerkennen, dass es nur eine Partei gibt, die dazu was macht. Und das ist die AfD, egal ob er die toll findet, hundertprozentig toll. Ich finde die auch nicht 100% toll. Aber ich sehe das im Moment, und ich bin kein Freund, ich bin Anarchist des politischen Systems, ja, als einzige Möglichkeit, hier erstmal eine Kurskorrektur einzuleiten. Sagt mir gerne sonst, wie es anders geht. Was habt ihr noch für Ideen? Was können wir anderes machen, als jetzt kollektiv AfD zu wählen, egal ob ihr links, rechts oder sonst was seid? Eure allen anderen Parteien, die ihr wählt, die lassen euch im Stich, die helfen euch dabei nicht. Beweisen sie immer wieder. Großes Gerede, großes Gelaber, es passiert nichts. So, Freunde. In diesem Sinne, euer Maximilian, bis zum nächsten Video.